Hallöchen und willkommen zurück, Freunde, zu Demon Hunter 2, das neue Kapitel oder neues Kapitel. Und wir sind immer hier noch bei diesem besonderen Rätsel, würde ich jetzt mal behaupten. Wo ich sagen muss, ich. Ich finde es sehr merkwürdig. Ja, heißt nicht, man soll Sachen kombinieren und dann kann man Sachen nicht mal kombinieren. Weil wir brauchen jetzt hier Beschwöre die Waffen des dunklen Engels. Und wie soll ich die Waffen des dunklen Engels bitteschön beschwören? Das ist so merkwürdig. Ich kann dieses Element nicht nutzen. Du kannst dieses Element nicht nutzen. Sorry, Freunde, ich muss weitermachen. Ja, möchte ich. Hier füllt hier ins Haus. Also ich habe das Rätsel jetzt 10 Minuten versucht. Ich habe das jetzt auch offline ein bisschen nochmal rumgetestet. Ich wurde daraus nicht schlau. Aber gut. Okay. Eine CD. Muss die richtigen Linsen das fehlende das fehlende Okular und eine Anleitung im Mikroskop finden. Okay. Lege eine CD ein. Da heißt es doch, lege eine CD ein. Ach so. Verstehe. Neues, finde den Computer das Passwort heraus. Stuart hat mir das Passwort nicht verraten. Ich sollte mich nach Hinweisen umschauen. Okay. Ja gut, Notizen wahrscheinlich, oder? Oder auch viele. Ich hätte ja gewusst, ich würde ihn benutzen müssen. Also muss er dafür gesorgt haben, dass ich das Passwort herausfinden kann. Die Antwort muss hier irgendwo sein. Okay. Oh wow. Okay. Die Zeichen müssen wir auch noch finden. Sonst ist hier nichts mehr, oder? Ich meine bei den Keller. Er hat Kameralinse, oder das ist wahrscheinlich ein Mikroskopteil. Ich muss es in ihn öffnen, um erfahren, was nicht stimmt.
Ja, gut, dass du immer die Sachen wegwirfst, die du dafür gebrauchen könntest. Aber gut, da ist nur ein Schwert. Haben wir alle 6 von 6 gefunden. Da mal ein Axtgriff. Da wurde das Bild einfach rausgerissen. Und ja, Taschenlampe haben wir auch nicht mehr, oder? Nö, warum auch? So, dann kommen wir wahrscheinlich wieder da zum Garten und da das Gestrüpp. Man damit bestimmt auch weg. Kaum mit der Axt hättest du auch das Gestrüpp wegkacken können. Stell dir nicht so an. Ja, man muss der Butler sein. Ja, sorry. Hi there. Thank you, miss. My name is Edward, and I am the butler at Williams Residency. Now, several hours ago, I was trying to fix the fuse box in the house when I was hit over the head by someone. I don't know what happened next. Heavens, my head hurts. Please, take this. It may be useful. Ein Schraubendreher, okay. Ich hüpfe das mal hier rein. Dann das Tagebuch dann. Der Butler war in der Hütte gefangen. Er sagt, er wurde vom Stunden im Haus bewusstlos geschlagen, als er den Sicherheitskasten reparierte. Warum schleppt ihn jemand so weit? Außerdem haben Officer Brown und sein Team das Grundstück vor einer Stunde durchsucht. Es ist verdächtig, dass sie den Butler nicht fanden. Ja, wahrscheinlich stecken sie hinter einer. Ihr wisst schon. Hinter einer Ecke mit den Verbrechern. Mehr haben wir jetzt gerade auch noch nicht. Das hier. Okay. Okay, da haben wir eine Heckenschere. Okay, da fehlt noch was. Zum Lösen brauche ich eine Anweisung. Ja, die haben wir aber noch nicht. So, da haben wir wieder ein Wimmelbild. Teddybär und Umschlag und Rose müssen wir. Okay, ich sehe auch schon, dass sich andere Gegenstände wieder auch wieder verändern. Ah, ich liebe sowas. Ich meine gleich immer die Gegenstände mit, die ihre Form verändern, wenn ich sie sehe. Ja, da zum Beispiel. Turnschuhe sind. Das sind Sneakers. Ob das Turnschuhe sind, ist jetzt. Kann man sich drüber streiten. Teddybär? Da mal den Teddybär. Spachtel habe ich auch gerade gesehen. Baseball. Ja. Und ich gleich mit. Diskette. Hier. Fernglas. Schauen wir mal. Das Fernglas verändert jetzt aber nicht seine Form oder so, oder? Okay, das kann ich jetzt nicht mehr verschieben. Ah, der Engel hatte das Fernglas in der Hand. Palette ist hier. Haus ist da. Und Rose ist noch im Koffer. Und wir kriegen eine zweite Türklingel. Okay, das sah für mich für den ersten Augenblick aus wie ein Dingsbums, aber gut. Drei 7 1984. Türklingel. Aber jetzt komplett die Türklingel. Okay. Wo soll die hin? Warte mal, die.
Das hat auch wieder was aufgeschrieben. Ich fand ein Datum versteckt hinter dem Efeu des Bruns. Anscheinend ist es ein Datum, wann die Villa erbaut wurde. Oder vielleicht auch für etwas anderes. Ich sollte mir die Zahlen merken. 37/1984. Wahrscheinlich ist es das Passwort für den Computer. Der hat sich sogar hier gemacht. Schaut mal. 37. Ja komm. 7/1/9/8. Yeah. Hello, Don. I'm so glad that you have finally arrived. But sadly, if you are watching this CD, it can only mean that I am already dead. I very much regret that I did not have the opportunity to meet you in person. But you must press forth on your own. Please, search the basement thoroughly. There you will find all the information you need to continue. But don't waste another minute. You have very little time. Okay. Grobanleitung. Kann ich jetzt schon einstellen oder eher nichts? Ja, irgendwas fehlt hier noch. Ich muss die richtige Linsen. Eine Okular und eine Anleitung. Okay, das Okular haben wir noch nicht. Ich kann anweisen, wie man das Mikroskop am Computer benutzt. Ich habe es hier ausgedrückt und jetzt kann ich das Mikroskop richtig verwenden. Ja, mir fehlt aber noch die Linse in Edel. Würde ich hier gucken. Ah, ja, genau das war der Türgriff. Da hat sich auch wieder was eröffnet. Wieder ein Wimmelbild. Und ein Puzzleteil, das sich hier verändert in ein Herzform. Das kenne ich schon. Hier, her damit. Verändert sich immer noch irgendetwas? Nee. Gartenhandschuh. Das ist der hier. Bodenabdruck ist da. Taschenlampe ist da. Gartenschere. Ja. Da, Gartenschere und Schere. Tamburin. Das ist hier. Lobus ist hier. Bügel ist da. Besen ist hier. Kerze ist da. Und Apfel ist da. So. Noch ein Fätzchen brauchen wir. Alles erfolgreich Erfolge schalten hier. Reicht das, wenn ich jetzt das hier dazu tue? Jo. Okay, Anleitung. Stelle das Mikroskop entsprechend den Anweisungen ein, die im Notizbuch links zu sehen sind. Verwende die richtigen Linsen und drehe die Zahnräder, um einen fehlenden Hinweis zu erhalten. Also blau stimmt schon mal. A1? A1 ist schon drauf. AC. Aber wo stelle ich die 2 ein? Das ist die Frage der Fragen. Ach, da ist die 2. Okay. Großes A, kleines C. Ich weiß sonst nicht, was ich noch einstellen soll. Hier kann ich nichts machen. Es soll hier die 2 sein. Das vermute ich mal, dass es das ist. Und AC. Vermute ich mal, dass es das A und da das C ist. Und A1. Blaues Plättchen ist schon drauf.
Aber wie stelle ich das mit der 110 ein? Wartet mal. So vielleicht? Ah, okay. Okay, okay. Ich verstehe. Das hier 0, das hier 1, das ist so. Dann brauchen wir hier 3. Dann D. D. A4. Ah, jetzt komme ich dahinter. Okay. Dann brauchen wir 1. So, das war zu viel geklickt. 1. Dann B. B. A2. Ah, und hier unten steht 11111. Okay, verstehe. So, und jetzt 001. Also 001. Dann die 4. Dann A. Dann A3. Aber wie aktiviere ich das hier? Ah! Okay, gut. Und gleich wieder alles aufgeschrieben. Ich liebe ja Wimmelbildcharaktere, dass die, wenn sie ein Tagebuch haben, dann sind die fleißig damit. Durch die Verwendung des Mikroskops habe ich wahrscheinlich die Kombination entdeckt, um den Tresor zu öffnen. Nur bewahrt darin sicherlich etwas Wichtiges auf. Punkt. Also quasi das. 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 Intelligenzbestien. Ja, nee, ich weiß ja nicht. Lass mir da, damit müssen wir jetzt runter in den Keller. Wow! Okay. Erstens, Cameron. Was? Cameraman war im Raum mit der Statue. Zweitens, Geschäftsführer hat Lucy im grünen Raum besucht. Drittens, jemand hat eine Pistole im blauen Raum aufgenommen. Alexander war in dem Zimmer mit der Feueraxt. Fünftens, Asher musste im roten Raum sein. Sechstens, der gelbe Raum gehört Dawn. Siebtens, Timmy hat einen Martini im grünen grauen Raum gefunden. Okay. Lies den Hinweis auf dem Papiernotiz links und schlussfolgere daraus die Details des Molles. Klicke auf meine Person, die Zeit oder einem Gegenstand und platziere sie an dem richtigen Platz auf der Tafel. What? The fuck. Okay. Cameron, wer ist denn hier Cameron? Achso, Kameramann. Cameron war im Raum mit der Statue. Und welcher Raum ist das mit der Statue? Ich meine, hier ist die Statue. Und wo soll... Kameramann war im Raum mit der Statue. Wo soll der Raum mit der Statue sein? Ach, das sind die Räumlichkeiten hier. Die kann ich aber auch hier überall hin platzieren. Okay, ich verstehe das Spiel, Sinn des Spiels schon. Aber die Logik verstehe ich nicht dahinter. Der Raum kann ja überall sein. Denn Kameran war im Raum mit der Statue. Also das ist der Kameramann, wenn dann... Kann er nur da die Personen hinzufügen. Zweitens, Geschäftsführer hat Lucy im grünen Raum besucht. Im grünen Raum hat der Geschäftsführer Lucy besucht. Drittens, jemand hat die Pistole im blauen Raum aufgenommen. Also hier im blauen Raum.
im blauen Raum aufgenommen. Alex war im Zimmer mit der Feueraxt. Wo auch immer jetzt der Raum mit der... Raum mit der Feueraxt war. Osha musste im roten Raum sein. Der gelbe Raum gehörte Dawn. Okay, wenn das richtig ist, dann wird das hier grau, okay? Timmy hat einen Martini im grauen Raum gefunden. Okay. Wenn das der graue Raum ist, dann ist... das hier richtig. Make-up-Artist hat Stuart besucht. Okay, auch wenn das sehr, sehr, sehr seltsames Rätsel gewesen ist. Nochmal, Freunde, bevor ich jetzt da diese Puppe anklicke, sag ich mal, bis zur nächsten Folge von Demon Hunter 2, neues Kapitel. Tschüss.